Hallo und herzlich willkommen, diesmal nicht zu den Nachrichten, sondern zu einem Beitrag in eigener Sache. Es geht um unser neues Studio und hier im Detail um die vollautomatischen Kamerakräne, genannt Techno Dolly und hergestellt von der Firma Technocrane in der Tschechischen Republik. NTV wird aus Köln gesendet, aus den ehemaligen Messehallen direkt am Rhein. Und ein wichtiger Teil unserer Studiotechnik ist diese Robotik. Sie trägt die Kameras von einer Position zur nächsten. Und diese Kamerafahrten müssen natürlich präzise, leise und schnell sein. Und sie müssen vor allem automatisch ablaufen. Moderne Nachrichten bestehen aus vielen Einzelteilen. Erst wenn man die zusammenfügt, ergibt es eine komplette Sendung. Zum Beispiel aus dem Text, den ich gerade vom Spiegel vor der Kamera ablese, der wird automatisch vom Computer eingeblendet. Und das Mikrofon wird eingeschaltet und die Beleuchtung geht an. Grafik, Kamera, alle Teile fügen sich auf die Sekunde genau zusammen. Gleichzeitig muss das richtige Bild im Monitor hinter mir erscheinen und die richtigen Untertitel eingeblendet werden. Alles muss, während ich hier rede, passgenau funktionieren. Ja, und damit wären wir wieder bei den Kamerakränen in unserem Studio. Sie tragen die Kameras mit der richtigen Geschwindigkeit genau an ihre neuen Positionen. Gebaut werden die Kameraroboter von der Firma Technocrane in Pilsen in der Nähe von Prag. Diese Kameraroboter, genannt Techno Dolly, bestehen aus 600 Kilogramm Aluminium und Edelstahl, 6 Elektromotoren und viel Elektronik. Eine aufwendige Software steuert das alles. Ja, und Hollywood arbeitet schon lange mit diesen Techno-Dollys zusammen. 2004 wurde die Firma Technocrane mit einem Oscar für ihre außergewöhnliche technische Leistung für die Filmindustrie ausgezeichnet. Ja, und vielleicht noch eine technische Besonderheit, die für unser neues Studio in Köln sowie für fast jeden Blockbuster zutrifft. Dekoration wird nicht mehr aus Pappe gebaut. Dekoration entsteht im Computer. Und deshalb hat unser Studio in Köln einen grünen Hintergrund, den wir einfach gegen Deko aus dem Computer austauschen können. Und ein Film auf dem Mars mit Matt Damon wird ja auch nicht auf dem Mars, sondern in einem grünen Studio gedreht. Ja, und nur wenn die Kameras sich so präzise wie hier bei uns bewegen, ist es möglich, solche außergewöhnlichen Bilder im Spielfilm oder halt auch bei uns bei NTV zu präsentieren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bonsoir et bienvenue à tous. Cette édition est entièrement consacrée à l'élection d'Emmanuel Macron, 8e président de la 5e République. Et nous reviendrons d'abord sur la première journée du futur chef de l'État. Ok, on est ici à Paris, dans le studio Jean Drucker de la chaîne de télévision M6, notamment principalement pour le journal télévisé et pour d'autres émissions. Le sol du plateau est un peu surélevé. On a décidé aussi de surélever aussi la Techno Dolly avec un support qui a été adapté pour l'occasion, donc il fait un mètre à peu près, il me semble. Ça nous permet d'avoir une plus grande amplitude dans les mouvements, d'aller aussi plus bas. Alors en fait, il y a eu le choix de cette grue qui a été faite pour notamment l'automatisation. Donc du coup, il y a un seul opérateur qui peut l'utiliser. On a pu intégrer de la réalité augmentée, donc c'est-à-dire qu'on rajoute des éléments graphiques qui sont intégrés en fait au décor réel. Là, pour les élections présidentielles, on a rajouté des mouvements en plus du show qui était déjà existant, où on voyait l'apparition notamment des candidats avec leur score qui s'affichait en fonction du pourcentage des électeurs qu'ils avaient fait. Juste là, je vais faire le premier mouvement qu'on utilise tous les jours pour le JT. Voilà, on arrive en serré sur le présentateur. On part du haut et rajouter une durée bien spécifique. Donc soit je peux aller vite, soit je peux le faire très lentement en fonction de la vignette que je sélectionne. Donc du coup, pour revenir, là je reviens vite et je me recale rapidement. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi des fois on a besoin d'aller dans d'autres shows en direct. Et donc on a créé des passerelles en fait. Et par exemple, là on va rentrer dans une phase invitée.
Donc où il sera à la table avec déplacement du présentateur. Et ça nous permet de changer de show. Donc là j'ai changé de show. Et donc là on est carrément avec d'autres vignettes que ce qu'on avait tout à l'heure. Il n'y a pas si longtemps, il y a le mode Magic Mode qui a été rajouté. Donc qui peut permettre de modifier des positions de caméra. Donc là je passe en Magic Mode par exemple. Et du coup je peux piloter la grue afin de recaler des mouvements. Donc c'est assez sympa, surtout quand on est tout seul à créer des mouvements. Il n'y a pas besoin d'avoir une autre personne en plus pour déplacer le bras. Là je vais modifier ce point-là par exemple. Je vais le mettre ici là, bien devant. Voilà, j'attends que ça stabilise. Je remplace le point. Et du coup là le point est intégré au mouvement. Voilà, je peux faire le générique de fin. Donc là en fait moi j'utilise principalement le mode robot, surtout quand je suis tout seul, et en fait qui me permet de piloter le show et la grue juste avec ce panel et sans utiliser le rocker. En fait je pourrais faire la même chose avec le rocker. Voilà, et là je récupère toutes mes vignettes qui sont utilisées pour le show du JT. Voilà, là je peux faire le mouvement de base du JT. Là je le fais rapidement. Et pareil, si je veux changer de show, donc là, ça c'est une passerelle en fait. On appelle ça passerelle. Donc ça nous permet d'aller dans un autre show avec d'autres vignettes. Voilà, donc là on récupère des vignettes qui sont d'un autre show. Donc spécialement pour les élections présidentielles. Et là la passerelle qui permet d'aller dans ce mouvement. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on l'utilise. The Island, prochain rendez-vous avec l'info demain le 12h45 présenté par Karine Guillot. Et je vous retrouve pour le 19h45. Très bonne soirée sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info. Guten Abend, herzlich willkommen zum aktuellen Bericht am Montag. Wo das ist, was der Hausmeister über die Dreharbeiten verrät und noch mehr aus dem Nähkästchen der Macher, das zeigen wir Ihnen gleich nach den Nachrichten. Und die hat heute Frauke Feldmann für Sie. Hier ist aktuell mit den Saarland-Nachrichten. Guten Tag. Die Kanzlerkandidatur des SPD-Politikers Schulz wird von den saarländischen Parteien, wenig überraschend, ganz unterschiedlich bewertet. Lediglich die SPD setzt große Stücke auf den eigenen Kandidaten. Soweit erste Meldungen. In einer knappen Stunde sind wir wieder für Sie da, um 17 Uhr. Bis dahin. Wenn in der Rettungsleitstelle Saarland ein Notruf eingeht, dann wird dort entschieden, ob ein Notarzt mit dem Auto rausgeschickt wird oder ob ein Helikopter gebraucht wird. Seit Anfang des Jahres gibt es ein paar Neuerungen in Luxemburg. Das betrifft zum einen den Mindestlohn und zum anderen die Steuern. Dazu habe ich jetzt meinen Kollegen Christian Otterbach im Studio. Guten Abend, Christian. Guten Abend. Gehen wir zuerst mal auf den Mindestlohn ein. In Deutschland ist das ein Stundenlohn von 8,84 Euro. Da hat es eine leichte Erhöhung gegeben. Wie sieht es in Luxemburg aus? Auch da eine Erhöhung? Ja, auch eine leichte Erhöhung. In Luxemburg rechnet man allerdings anders, nicht auf die Stunde, sondern auf den Monat. Und der Mindestlohn beträgt da seit 1. Januar 1.996 Euro und ein paar Cent. Wie gesagt, wurde leicht erhöht. Und das ist auch im europäischen Vergleich so ziemlich die Spitze. Altmetall.
ist ein kostbarer Rohstoff. Sowas wirft man nicht einfach so in den Müll. Schließlich lässt sich nicht nur durch Einschmelzen der scheinbare Schrott zu etwas Neuem recyceln. Das war WIMS für heute. Morgen melden wir uns mit dem Service wieder. Dann schauen wir uns mal an, wie Intervallfasten richtig geht und wie es zu Ihrem Wohlbefinden beitragen kann. Wir sehen uns. Tschüss. We beginnen dit journaal in de Turkse hoofdstad Ankara. Want daar... De beelden tonen urenlange opnames van de privébomen van een topman uit de Belgische nucleaire sector. De kipteer werd gevonden in de vrouw van Mohamed Bakali, een van de verdachten die in een Belgische cel zit voor zijn betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs. Ik ga naar twee doden zijn stuk. Zonder jingle op de einde 10 seconden. Van Mohamed Bakali, dat is een man die in ons land gearresteerd werd na de aanslagen in... De Belgische muziekindustrie doet het goed. Voor het eerst in 15 jaar wordt weer meer muziek verkocht in ons land. Hoe dat komt, dat vertellen we u straks. Het gaat goed met de muzieksector in ons land. De verkoop is voor het eerst in 15 jaar gestegen met 5%. Het is 7 uur. Dit is het journaal met Goedele Wachters. Goedenavond. We beginnen dit journaal in de Turkse hoofdstad. Het is 7 uur. Dit is het journaal met Goedele Wachters. Goedenavond. We beginnen dit journaal in de Turkse hoofdstad.